Willkommen zurück nach dem Fight, wo hier überall tote Menschen liegen. Machen wir uns weiter in der Welt von Skyrim und könnten eigentlich auch theoretisch dieses Pferd mitnehmen, aber das brauchen wir nicht. Die Armee haben die sich denn... Die haben sich... Ja. Wir kommen trotzdem rein. Wir können es neben der Barrikade durchbacken. Das können nur die ganz harten. Und hier liegt Geld auf dem Tresen. Geld auf dem Tresen sollte man nie ignorieren. Und gehen sie immer auch in den Vorratskeller, denn man weiß nie, was die netten Kerle einem hier drückt. Das brauche ich doch nicht. Das habe ich auch angekündigt. Ich mache das so, das geht viel schneller. Und wir hätten eh nichts Intelligentes bekommen. Kommode. Leider, wer braucht das schon? Aber Geld nehmen wir immer gerne mit. Denn wir können Geld, kann man immer gebrauchen. Wenn man so spielt wie ich, schafft man es wirklich gut, Geld zusammenzukriegen. Ich bin eingesperrt. Aber ich kann trotzdem schnell reisen. Wir müssen hier rüber. General Tullius. Müssen wir Bericht erstatten. Vielleicht kriegen wir auch eine fette ne Dings, ne. Ach, kann ich es sagen? Ich glaube es nicht. Wir kriegen dann eine sexy Waffe oder eine sexy Rüstung. Alter Mann. Mögen die Göttlichen euch segnen. Der damit. Möge der volle Homie. Ja, vielleicht habt ihr euch das gefragt. Ja, ich werde in Skyrim heiraten. Ich mag vielleicht wie ein Wilder. Meine Auserwählte wohnt in Rifthorn. Kommen dann im Verlauf einer Quest noch hin. Wenn wir dann dort sind, schlagen wir gleich eine Fliege mit einer Klatsche. Eine Fliege mit einer Klatsche? Ja, genau. Hey, alter Mann. Durch die Einnahme von Pale. Schlachten. Ich befördere euch zum Präfekt. Merci. Nehmt diese Klinge als Geschenk und Zwergenschild hinzugefügt. Ihr habt sie euch verdient. Also, er redet das von der Klinge und ich krieg ein Zwergenschild. Wie lauten meine Befehle, Sir? Begibt euch zu unserem Lager in Rift. Wir haben ein paar Überraschungen für die Sturmwände parat. Mögen die Götter mit euch sein. Nach Rift. Und wo ist Rift? Ach. Was braucht? Objekte. Waffen. Alte Nord, Streitaxt. Okay, ich hab zwei Hände. Schwert, das in Hitze, Spitzheck, Rostbiss, Zwergenhammer plus 17. Die hat alle nicht so cool, ne, beisammen. Aber mit dem coolen, der ist schon geil, dieser, aber der macht überhaupt keinen Schaden. Bekleidung haben wir jetzt noch, ein Zwergenschild überkommen. Erstmal gibt er einem extremen Rüstungswert, nur mein Problem ist, da ich ja nie mit Einhandwaffen kämpfe, weil ich einfach sagen muss, es macht mir persönlich zu wenig Schaden, ja. Bringt mir das extrem viel. Er redet von einer Klinge, wir haben es alle gehört. Und dann gibt er mir einen Schild. Wo ist jetzt Rift? Ach, Weltkarte. Rift, kaiserliches Militärlager. Hier wohnt meine Auserwählte. Ivarstadt. Und dann reden wir mit dem Vogue-Simulator namens Skyrim, das jetzt nämlich viel flüssiger läuft und weniger Bugs haben soll und halt die neuen Killcams machen das noch ein ganzes bisschen... Wow, ein ganzes bisschen runter. Hallo. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Und das ist halt... Das, was ich... Nein, man könnte nicht sagen, dass ich so lange nicht mehr gezockt habe, weil ich gewusst habe, dass so ein Update kommt. Nein, nein. Ich hatte einfach in letzter Zeit mehr Bock auf Donkey Kong 64, auf Batman. Arkham City habe ich jetzt nochmal offscreen. Ich glaube, zweimal durchgerockt. Ja. Und dann irgendwie hatte ich überhaupt keinen Bock auf Skyrim. Aber jetzt, heute, hat es mich also wirklich gepackt. Am Wochenende... Habe ich mir so gedacht, so, jetzt haust du doch mal richtig raus und da ist schon der Schlag. Bumm. Hässlichers Gesicht. Ist da ein Weg? Nein. Ist hier ein Weg? Ja, kann man es Weg nennen, ich glaube. Ja. Ivarstadt. Wir müssen ja eigentlich um den Berg herumlaufen, so wie ich das
an der Karte sehe. Na, wir kommen ja ganz direkt dort dran vorbei. Ich höre dich. Jedenfalls haben wir Glück. Kein Drache. Ich hab doch gewusst, dass so ein Hässlicher wieder von hinten kommt. Ich hasse Leute, die mich immer erschrecken müssen. Jetzt ist das auf dem Berg oben. Jo, dann bin ich wahrscheinlich falsch gelaufen. Rennen wir halt mal hier. Wir sind ja so ein wahnsinniger Athlete. Ist das gleich hier? Müsste ja eigentlich dann gleich hier oben sein, das Lager. Ja, ist es ja auch. Rift. Pems. Und da sind wir in Rift. Kriegen wir noch. Pum. Und schaut mal an, der Kommandant, die Kommandantin dieses Lagers sieht genau gleich aus wie die andere. Wie machen die das? Der General melde mich zum Dienst. Für euch geht es Richtung Rifton. Rifton, ja, was sagt denn? Sind wir ja gleich schon dort. Ja, ja. Hierfür müsst ihr verdeckt vorgehen. Lasst euch nicht zu lange Zeit. Ich habe hier einen Krieg. Für euch. Ja, ich habe das Falsche gedrückt. Hierfür müsst ihr verdeckt vorgehen. Gut. Auf euch kann ich immer zählen, nicht wahr? Also, geht ab nach Riften, Jungs und Mädels. Dann werden wir auch noch gleich... Ich muss... In Rifton ist ja auch das... Finde Beweise. Wiedervereinigung von Himmelsrande, obere Rift. Aha. Jo. Stelle von Riften. Dann sind wir eigentlich ein bisschen unterwegs. Ich könnte... habe ich das schon gesehen? Nein, habe ich. Möchte da. Nein. Okay, wir müssen halt wieder ein bisschen marschieren. Dann laufen wir frohen Mutes nach Riften. Erstens mal, weil wir dort eine kleine... Ja, wie soll ich sagen, eine Zwischenquest machen werden. Wo es ganz praktisch ist, dass wir schon ein bisschen rumgekommen sind. Was ist denn hier oben? Da oben wohnt ein Drache. Und ich muss jetzt euch ganz ehrlich sagen... Oder hässliches Stück Zentrum. Ich bin noch nicht so ja erpicht darauf, auf Drachen zu treffen. Ich muss ja sagen, wir sind jetzt schon Level 8. Und das macht es eigentlich eine Spur angenehmer. Leck. Leck. So. Den Bug habe ich ja immer noch, aber hey, da kann man damit leben, solange es mich speichern lässt. Und hier ist ein Wegbeschreiber. Riften. Eigentlich heißt es ja Rifton, so wie ich es gelesen habe. Hier steht Riften. Jungs. Als wieder ein Gefangener, werden wir jetzt bei den... Hast du verdient, du Drecksspinne. Deine Sippschaft hat mich schon einmal umgebracht. Deine Cousinen oder Cousins aus dem ewigen Eise hat mich auf dem Gewissen gehabt. Was bist denn du für eine? Faltris? Ich bin auf einer Pilgerreise. Wo finde ich diesen Schrein? Göttin der in den Bergen, im Nordosten. Ich markiere es auf eurer Karte. Ich danke! Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg, Richtung Rifton. Ist das nicht malerisch? Ich muss ja sagen, die haben sich echt Mühe gegeben bei Skyrim. Ich sag's. Zwei hässliche Menschen. Bumm! Bumm! Neue Killcam wieder mal. Ich speichere immer mal wieder gerne ein bisschen mehr. Weil, ja... Wäre ja nervig. Ich will mal noch schnell was sehen. Sorry. 2000 Gold habe ich. Ist ja eigentlich nicht so viel. Muss ich ja jetzt ganz ehrlich sagen. Aber kommen wir zurück zum Thema. Also. Mich hat mal jemand gefragt, warum mag ich Skyrim mehr als... Oder einfach...
einfach im Allgemeinen Elder Scrolls. Warum mag ich es mehr als, I don't know, Gothic? Weil ich erstens mal, ich weiß, es gab Gothic ist ja auch, aber diese Welt hier, all die Völker, die sind selbst ausgedacht. Also ja, bis auf die Orks, die gibt's natürlich schon, aber sonst, die meisten Sachen sind da selbst ausgedacht. Und das... Boah, hör mal auf, mich so zu erschrecken, du hässlicher Wichskopf. So. Und ja. Das fände ich das Geile. Ah, du rutschst noch auf dem Boden. Das finde ich ja das Coole, dass die ganze Welt eigentlich erdacht ist. Ein Hirsch! Ja. Und das gefällt mir an Skyrim oder an Elder Scrolls Spielen, dass einfach wirklich sich drei verrückte Menschen zusammengesetzt haben und einfach mal ihre Hirngespinst ans Tageslicht gelassen haben und dann kam das dabei raus. Und das gefällt mir am besten daran, dass es einfach wirklich gezeichnet, also dieses wirklich selbst ausgedacht haben und es auch durchgezogen haben, weil ich muss ja sagen, die ersten zwei Elder Scrolls Spiele habe ich auch gezockt, die haben mir mal nicht so gut gefallen. Morrowind war mir zu langweilig in Form von, wer will da mit mir kämpfen? Sag mal, warum? Bum, 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 dom. Warum greift mich ein Nord an? Man weiß es nicht. Goldbarren, Holzkohle. Kaiserliche Stahlhandschuhe. Objekte, dann nehmen wir uns doch gleich die neue Bekleidung. Und noch die Handschuhe. Eisenhandschuhe. Das sind Stiefel. Kommen weg. Wo sind denn die? Da. Und jetzt haben wir einen Rüstungswert von Bekleidung 96, aber ich frage mich, warum mich ein Nord angreift. Weil normalerweise... Warum greift er mich an? Das ist eine sehr gute und komplexe Frage. Aber die ist immer gut als Vorführeffekt, was ihr gesehen habt. Die neuen Killcams oder Death von den bösen Menschen, die ich zu Klum haue. Hier ist es mir irgendwie zu ruhig. Das gefällt mir nicht. Ich sehe auch keinen Drachen. Und das finde ich... Wo? Wolf? Wo? Wo ist ein Sägewerk? Gildo hat euch lieb. Ah, das ist was anderes. Ja. Und wer wohnt hier? Wir erkunden alles, was wir finden können. Ruknalf. Nein. Granal. Hier bei der Mühle sind nur noch ich und meine Mutter. Hallo. Hey, wollt ihr ein Spiel spielen? Nein, ich möchte kein Spiel spielen. War klar. Ihr Alten seid immer so langweilig. Ja, das musste leider sein. Er hat mir... Kann ich euch helfen? Wer bist denn du? Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt. Ich bin ganz auf mich allein gestellt. Und habe ein Kind. Da ist es so gut. Jetzt, wo Leifner nicht mehr... Wenn es so weitergeht, halten wir bestenfalls noch ein, zwei Jahre. Er sagte, er wolle ostwärts, zur Grenze von... Ich habe gewartet. Wenn ich nur wüsste, wo er ist. Ich würde... Gut. Wenn ihr ihn seht, dann sagt ihm, Grostal lässt ausrichten, er findet Leifner. Hier ist er nicht mehr willkommen. Wer ist denn schon Leifner? Männer sind Schweine. Sie denken immer nur an das eine. Männer sind Schweine. Ich sollte ja nicht singen, weil ich es nicht kann, aber wenn sie mir schon solche Vorlagen gibt. Ein Hirsch. Ich bin schneller als du. Okay, nein, ich glaube es nicht, aber ich hab's versucht. Und der gibt Gummi, der Gute. Ich möchte jetzt eigentlich nach Rifthorn.
und da gibt es wieder massenhaft neue Quests, neue Menschen, die ich heiraten werde, falls ihr das möchtet. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da eine Abstimmung machen werde, ob ihr das entscheiden könnt. Ich gebe euch dann 2 zur Auswahl, aber ich glaube, das mache ich nicht. Und wer ist hier vorne? Sag mal. Das war gar nichts. Kopf. So werde ich immer von Assassinen angegriffen. Notiz der dunklen Bruderschaft. Wollen wir uns das gleich mal reinziehen? Notiz, das müsste dann unter N sein. Also, und da ist das auch unter Bücher. Notiz der dunklen Bruderschaft. Wie befohlen sollt ihr Silo 785 um jeden Preis umbringen. Die schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Astrid. Da hat wohl jemand diese Hater. Sie werden immer wie dreister. Sie schicken mir sogar schon Kopfgoldjäger auf den Hals. Nur ich habe ihnen noch gar nichts gemacht. Es ist schlimm. Niemand mag mich. Schmetterlingsflügel. Der Arme. Ich habe einen Schmetterling auf dem Gewissen. Kann ich damit noch weiterleben? Schafft man es, mit so einer Schuld zu leben? Ja, ich glaube, das schafft man. Ohne Probleme. Und wir haben es ja schon bald geschafft, mit dem Wander-Simulator in Rifton anzukommen. Es ist jetzt halt einfach, ich weiß, es ist nicht interessant für euch. Ich gebe auch mein Möglichstes, dass es wenigstens ein bisschen interessant ist. Und dass ihr noch ein bisschen Abwechslung habt. Ja. Hier noch schön entdecken, dass wir hier noch hinreisen können. Wenn diese Wachen aus Weißlauf einen Drachen besiegen können, können wir das... Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich... Naja, jedenfalls gebe ich wirklich mein Bestes, das ist... Oh, ich habe schon gedacht, ein Drache ist über mir. Das ist für euch wenigstens ein bisschen interessant. Oder? Nicht, dass es zum Einpennen ist, aber wir hatten ja Glück, dass uns noch ein paar hässliche Menschen besucht haben auf dem Weg nach Riften. Ein Hirsch, du gehörst mir! Nein, er ist zu schnell. Na, Homies? Halt! Was ist los? Wenn ihr Rifton betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Dieses hier ist verschlossen. Warum? Was ist los, kleiner Mann? Ist etwa deine Pornohefte verstecken? Mein Befehl lautet, dem Gesindel zu sagen, dass es das Nordtor benutzen soll. Das ist alles. Ihr könnt doch in meinem Fall eine Ausnahme machen. Nein. Ihr könnt das Nordtor benutzen oder ihr könnt euch auf den Weg zur nächsten Stadt machen. Es gibt nichts mehr zu bereden. Benutzt das Nordtor, wenn ihr Rifton betreten wollt. Ich wirklich... Wow, hör auf mich so zu erschrecken, du blöder Wecker. Dann schleiche ich mich halt anders rein in die Stadt. Er braucht schon Türen, wenn er sich einfach so ganz dreist reinschleichen kann. Weil hier, das hier ist extra gemacht, könnte man... Wenn ihr Rifton betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Ansonsten... Der Besen of Doom. Wir können leider niemanden damit hauen. Willkommen in Rifton, Heimat der Diebesgilde. Wegen denen muss ich noch Sport betreiben. Gamer dürfen keinen Sport betreiben. Fragt RTL. So, ich mache schon Überzeit. Wir sind in Rifton und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier. Auf Wiedersehen.